begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ich habe keine Wimpern mehr. Wie ihr sehen könnt, bin ich wimpernfrei. Was ist los? Ich habe nicht zu viel. Zeig mal. Man kann ihn sehen. Oh ja, man kann ihn sehen. Ja, ist kaum. Das ist kaum fühlbar. Warte, ich schmink mich noch. Weiße, ja. Warte. Ja. Ich habe ihn vorher gesehen. Schau, jetzt kann ich ihn sehen. Das ist ein bisschen krass jetzt. Wieso ist das Deppert aus? Wieso ist das Deppert aus? Wieso ist das Deppert aus? Schau, was ich jetzt gemacht habe. Habt ihr auch solche Tage, wo man denkt, ich schaue mega scheiße aus? Oder? Sicher, jeder hat das. Dass die am Tag haben, dass die denken, ich hab das sind scheiße. Jeder denkt, jeder hat das mal, dass er scheiße ausschaut. Und andere sagen, schau, zum Beispiel heute. Lara, was tust du denn da? Super schön aus. Ah, ich sag's euch, ohne Wimpern ist das schon. Da war eine nackte Frau im Haus. Super. Da muss. Wieso hat die keine Klamotten? Das wird der Gegend sein, unter 18 Klamotten. Ja, genau. So, irgendwie schaffe ich es heute, mich nicht zu schminken. Schau, sie hat was. Wo ist denn dieser Pinsel jetzt? Schmink mich auch! Keine gute Farbe. Papa. Herzlich willkommen, der Papa ist wieder da. Wieder sie ist schon geschminkt. Ich brauche ein Bär. Du schaust so arg aus. Was? Du bist so arg aus. Mein Kopf schaut aus. Na, no. Wie ein Melone. Ist noch da? Mama? Ja. Schau, meine Wimpern sind auch abgefallen. Die Wimpern? Ja. Guck mal. Nein, machen wir keine Wimpern mehr. Wimpern? Wimpern. 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 Ich mache mir keine Wimpern mehr. Meine Haare schauen halt auch scheiße aus. Meine auch, guck. Na, Entschuldigung. Nee, das ist der Popo, Papa. Ich habe eine Unterhose. Ja. Kannst du mich mal kurz schminken lassen? Bitte, ha? Sind eure Männer auch so nervig? Nein! Nein? Nein! Entschuldigung. Was machst du mit der armen Puppe? Das schaut total blöd aus. Arme Barbie. Was ist der Plan heute, Baba? Ich außer mich nerven? Ernsthaft jetzt. Was ist der Plan für heute? Bin ich beim Plan? Nein, für uns als Familie. Ja? Ja. Ja. Hey. Spiegeln, spiegeln an den Wald. Nein. Das war mega cool. Spiegeln, spiegeln. Im Wald. Auf der Wand. Auf dem Wald. Wer auf der Wand. Auf der Wand. Oder? Spiegeln, spiegeln an der Wand, ja. Da musst du jetzt wegschneiden. Nein, 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 nichts schneiden. Ja. Spiegeln, spiegeln. An der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich bin wieder da. Schön. Kennt ihr solche Tage, da schminkst du dich und dann ist es immer schlimmer. Kennst du auch solche Tage, aber du schminkst dich und es schaut nicht besser aus, sondern immer schlimmer aus. Schaut schlimmer als vorher aus. Ja, diese Augenbraue, warte kurz. Ah, ja. Jetzt ist besser. Diese Augenbraue, das schaffe ich heute irgendwie nicht. Hast du auch Probleme mit deinen Augenbrauen? Manchmal, ja. Ist nicht leicht zum Schminken. Nein, wirklich nicht. Papa? Papa? Yeah. Papa? Papa? Ja, Mann. Ich hab gerade die Küche dabei. Sophie, du hast die Küche gebeißt? Mach jetzt mal ein bisschen Wimperntusche. Wer hat die Küche gebissen? Ich.
Ja. So, an den Augen ist jetzt eh nicht mehr wirklich was zu retten. Das ist ein bisschen wimpern durch. Hey, nicht hauen. Rettet auch nicht alles. Aber ich werde das was auf die Lippen geben. Und zwar habe ich so zwei Power Lips. Einmal diese Farbe, das ist Persistence. Das ist die beliebteste Farbe von den Power Lips. Und dann habe ich hier noch, hey, die Luisa nimmt meine Ding. Unleashed. Diese Farbe ist so, so schön. Aber das passt jetzt nicht zum... Absolut. Welche Farbe soll ich nehmen? Das oder das? Für was ist das? Für die Lippen natürlich. Achso, schaut jetzt so Lippenstift aus? Ja. Guten Morgen, okay. Willkommen im Jahr 2019. Dieser Lippenstift, dieser Liquid Lipstick, der ist auf jeden Fall... Kannst du auch meine Hühnerlippen auf? Ich hab kaum Lippen, ja. Bin kein böser Mensch. Luisa hat da die Rennen, wenn ich ein bisschen, ja. Wieso, weil ich... Du hast ein bisschen Lippen. Das heißt, wie deine Arschgeige? Mhm. Ach so. Habt ihr auch so... Hat aber mit den Lippen nichts zu tun. Habt ihr auch so kleine Lippen? In Rumänien sagt man nämlich das Sprichwort, dass Leute mit dünnen Lippen böse Menschen sind. Na, der muss Botox. Nein. Schlafwort. Nein, nicht Botox, sondern wie heißt das? Schau jetzt. Ich bin der liebste von Kylie Jenner. Liebstvolle Mensch. Liebstvolle? Wie heißt es? Aber ich liebevoller. Liebevoller Mensch. Ah, die Lisa hat meine Make-up-Sachen so. Ja. Am Boden liegt. Geh mal weg, ich hab schon die Schnauze voll. So. Fertig. Erste Station ist Lidl. Ein Kinderwagen voller Kinder. Ein Einkaufswagen voller Kinder. Der Papa guckt hier wegen Pflanzen. Hier ist Patrick. Patrick ist weg. Okay. Ich will noch irgendwas für mich jetzt nehmen. Will die Michelle auch irgendein Gepäck? Die Michelle ist im Auto, weil der Michelle ist leider nicht so gut. Ich will mich ein bisschen. Ey. Und jetzt darf sie im Auto sitzen. Aber sollen wir so grüne Äpfel nehmen? Das schaut irgendwie lecker aus. Hast du das so, wie keine davon? Ja, bitte. Einkaufen mit Luisa wird zum Spießrut. Ich habe jetzt schon einen gekauft von 2 Euro. Von Müller habe ich jetzt einen gekauft. Keine Ahnung, was ich gezahlt habe, aber ich habe schon. Mit Luisa einkaufen wird es Spaß. Das brauche ich nicht. Einkauf ist jetzt erledigt. Wir haben jetzt beim Lidl 170 Euro ausgegeben. Eigentlich ziemlich gut. Wir waren jetzt noch Katzenfutter und Hundefutter bei Müller kaufen und jetzt tanken wir. Und wir haben beschlossen, die Sachen nach Hause zu bringen und dann ein bisschen rauszugehen. Bisschen. Oh, Luisa. Luisa! Oh, Baby, heute ist nicht so dein Tag, oder? Luisa kriegt da schon wieder Zähne, deswegen ist sie ein bisschen stinkig. So, wir sind jetzt kurz raufgegangen, haben die ganzen Sachen aufgetragen und wir räumen auch aus. Patrick macht hier so, schon seine Snack. Ah ja, genau. So. Pick-up. Die Bananen. Hier ist deine braunen Bananen. Was machen wir mit den Bananen? Du? Wieso ich? Ich habe die Bananen gehabt, die Michelle hat sie gekauft. Wo ist die Michelle? Du hast noch nie was gekauft und nicht aufgegessen, oder? Oh, wirklich. Oh. Schaut mal, was ich für coole Chips gefunden habe. Das sind, wie heißen das? Wie heißen das? Hat sie... Pasternak. Ja, auf Deutsch. Pasternak. Passt es nicht so? Doch. Okay. Das da. Peterwurzen heißt auf Deutsch. Pasternak. Peterwurzen. Auf Latein ist Pasternak. Ja, ist schon das. Ha? Nein, das ist was anderes. Na, das ist das. Sweet Potato. Yucca. Pflanze. Batata. Das ist definitiv eine Pastinak. Pastinak heißen die nicht Peterwurzen? Pastinak! Jo, ist schon gut. Heute gibt es auf jeden Fall Chipsabend, wie ihr sehen könnt. Heute kocht hochnäsige Oberzicke. Wer? Du? Ja! Ah, hol du es, Patrick. Patrick, das Katzenfutter ist noch im Auto, holst du das? Ja. Jetzt. Merci. Wir sind hier jetzt im Donaupark. Das ist ein urfetter Fisch. Ah ja. Das ist ein urfetter Fisch. Krass. Papa,
komm mal her, da ist ein großer Fisch. Ja. Da, weg. Papa, schau. Wo? Ein Babyente. Ah ja. Eine Babyente. Eine Babyente. Da hat die mitgeliebt. Da auf der Seite ist ein riesiger Fisch. Komm her mal, Lara. Ein Monsterfisch. Da. Bist du? Ja. Boah, der ist ja echt riesig. Das ist ein Wal. So schaue ich auch im Wasser aus. Ja, ich weiß. Siehst du, Lara? Ja. Naja, nur, dass er ein bisschen dünner ist. Das ist ein Wahnsinn. Er hat nicht so einen dicken Bauch wie du, Papa, aber schon ziemlich vergleichs. Papa? Ja. Da war die kleine Ente. Ja, hier gibt's auch, schau. Ich habe mich jetzt zu Hause nochmal nachgeschminkt. Ich musste jetzt ein bisschen Eyeliner draufpacken, weil ich finde, das sieht so komisch aus ohne die Wimpern. Können wir schauen? Ja. Wenn du mich anschaust, schaut es irgendwie so aus, als hättest du keine Wimpern. Ja, aber die sind ja so richtig kurz. Ja. Sogar der Papa hat längere Wimpern als ich. Und normalerweise hat der Papa so Babywimpern, blonde. Und ich? Du hast lange, du Ratte. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall im Donaupark und es ist extrem viel los, weil es ist halt sehr sonnig und diese Idee mit dem Park hatten viel mehrere Leute. Ja? Ich gehe mit dem Sattel hinterher. Aber ach so. Aber mit Wimpern tust du schaut es irgendwie so aus, als wären die Wimpern länger. Ja, dünkler halt. Ja, und dann fahren wir mit dem Zug und dann gehen wir zum Spielplatz. Also jetzt fahren wir. Ja, wir spazieren noch ein bisschen. Und ich mag den zum großen Spielplatz. Oh, wirklich? Das ist entspannend, gell? Wir sind jetzt übrigens mit dem Zug gefahren. Fand die Luisa nicht so toll. Oder, Michelle? Luisa fand Zugfahren jetzt nicht so toll. Die war so unruhig. Ja, so unruhig. Konnte gar nicht vloggen, weil ich sie halten musste, weil sie die ganze Zeit weg wollte. Aber jetzt. Mal runter. Genau. Ja. Luisa! Ja. Da ist übrigens der Papa mit der Lara. Und der Patrick fährt hier. Pennyboard. Keine Ahnung. Er hat immer seine Runden. Luisa muss seinen Lärm. Ja. Ui! Wo ist der Papa? Schau mal. Da. Ruf mal die Lara, Luisa. 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 Ui. Das ist ja nett. Nur da und dann ist es wieder runter, okay? Ja. Nur da raus, komm mal, sitzen wir und sitzen dann wieder runter, okay? Papa, Mama, wir können auch regeln. Kann man uns hinsetzen? Da sitzen bleiben. Papa, ich soll rein. Mama, ich soll auch rein. Da ist draußen. Papa, schau, da ist ein Penis drauf. Was? Ja, Kinder haben gespielt. Wo sind die? Ja. Papa! Was? Ja. Schau mal, kommst du mal her, da Lara, in dieses Haus. Können wir auch reingehen? Wow. Wo ist denn der Patrick schon wieder? Ist das dieses Applikat? Ja. Auch rein. Hallo, Babe. Magst du auch rein? Sind zu groß. Ja. Ich werde mal eine richtige Sportlerin. Du bist mal richtige Sportlerin? Yes. Oh, super. Kriegt der Papa einen Pussy? Mama! Ja, Bib? Das ist mein Zuhause. Das ist dein Zuhause? Ja, und dein Papa. Da. Komm, Michael, mach mal. Ich mal zeigen. Komm, zeig mal. Lisa. Sehr gut, Schatz. Gibt's Kalamari-Spieße? Ja! Wir sind übrigens Running Sushi. Michel stoppt rein. Dankeschön. Da gibt's Garnelen, schau. Baba, da, am Spieß. Garnelen am Spieß? Ja. Wir haben sogar alle Platz auf einem Tisch. Ist eigentlich gut so. Also, ich glaube, ich
Karotten, lass noch einen Dackel. Und Reis, ich mag so einen Reis. So, meine Lieben, Bauch haben wir vollgeschlagen. Wir haben alle ein Food Baby. Papa, Patrick, Mama, Michelle. Und jetzt fahren wir nach Hause. Alle sind super glücklich und ruhig. Schau mal. Sogar der Papa. Kein Geier. Oh, Prost, schon ein Schnull, eine warme Milch und dann Heidi. Jetzt haben wir noch was Fernsehen. Yeah. Samstag genießen. Und ja. Der Patrick geht, wir gehen Eier holen. Der Patrick geht, wir zwei gehen mal Eier holen. So, ich muss rein. Du musst mit mir Eier holen. Hi, Patrick. Jetzt auch im Mühles Geld mit der Fahrt. Jetzt in dieser Zeit. Die ist angeschlafen. Der mag es nicht so gerne. Was? Aufstehen und nach dem Auto gehen. Also ich mag es auf jeden Fall nicht. Wer mag das schon? Die Mama mag das auch nicht. Ich wollte euch ja noch zeigen, was ich bei Bababa noch bestellt habe für Sachen. Einmal für die Luisa hier so eine White Pants in der Größe 86. Danke. Das ist so eine White Pants, die ist so kuschelig und ich habe sie. Auf jeden Fall ist es so eine White Pant, die ist so kuschelig und da steht Luisa so gut. Und dass ich so cool finde, man kann die hier noch so größenmäßig enger machen. Das fand ich richtig cool, das kenne ich so gar nicht, dass das bei White Pants möglich ist. Auf jeden Fall so eine White Pant. Ich glaube, ich habe noch eine genommen. Ja, genau. So, ist das nicht süß? Schaut mal, mit so Heißluftballons, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch für die Luisa in der Größe 86. Für die Lara hätte ich das jetzt nicht so cool gefunden. Also die Lara würde sowas nicht anziehen. Dann habt ihr das Kleid von heute gesehen, was die Lara... Hey! Lara, für die Luisa habe ich nochmal so ein Kleid wie das, was sie heute angehabt hat. Nämlich in schwarz mit gelb und Sonnenblumen. Ist das nicht schön? Ich finde das so cool. Ja. So süß. Schaut schön aus, gell? Und dann habe ich für die Lara so einen Rock mit Leggings geholt. Ich habe mir gedacht, mit Leggings, damit sie ihn halt jetzt auch im Frühling und so im Kindergarten anziehen kann. Weil ja, in der Früh ist es ja noch ziemlich frisch, deswegen mit einer eingenähten Leggings. Ist schon eingenäht. Es gibt aber auch Röcke, auch falls man Röcke bestellen möchte, auch ohne Leggings oder mit kurzen Leggings, finde ich auch cool. Und dann habe ich noch für die Luisa für den Sommer in ein bisschen einer größeren Größe, also in 92, weil 92 geht von 18 bis 24 Monate. Und im Sommerurlaub ist die Luisa dann schon 18 Monate alt, also über 18 Monate, weil sie ist ja jetzt schon 16 Monate, deswegen habe ich das in 92 genommen. Mit so schönen, süßen Igelchen. Und dann nochmal so eins mit Ananas und ich glaube Hibiskusblume, oder wie heißt die Blume? Ich glaube Hibiskusblume, auf jeden Fall so pink mit seinem gelben Rand, so richtig sommerlich und das fand ich auch so schön. Ja, diese Sachen habe ich noch geholt und die Kleider, die die Mädels heute anhatten. Und nicht vergessen, mit Diamanta 20 könnt ihr 20% sparen den ganzen heutigen Tag. Also der Code gültet wirklich nur diesen Tag und versandkostenfrei ist sowieso bis Ende März. Also, Sophie, falls ihr Bababa auch mal gut findet, dann schaut unbedingt vorbei. Diamanta 20. Aber ich werde euch alles unten in der Infobox verlinken, falls ihr auch interessiert seid. Ich werde jetzt mal schauen, was der Patrick macht, weil der packt noch seinen Koffer für morgen. Hey, schreit doch nicht so. Alles cool? Packst du die Katze auch mit ein? Wie schaut's aus, Patrick? Geht alles rein? Patrick! Die Schuhe würde ich eher in Sackerl einpacken. Oder? Also der Patrick ist morgen auf Skikurs. Deswegen wird jetzt noch Koffer gepackt. Er macht das eh voll brav selbst. Also bin ich so stolz. Patrick. Ich würde die Schuhe in so Ding einpacken. In Sackerl. Fände ich besser. Sophie. Komm, geh zum Papa. Luisa. Ich werde mich jetzt auch mal umziehen und abschminken. Luisa, komm! Und nochmal mein Ding aufgeben. Mein Lash Serum. Bin echt schon so gespannt, ob das dann wirken wird.
Ja, Bibi. Was? Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal abschminken. Oh, unser Spiegel schaut typisch aus. Ja. Das Abschminken macht jetzt einfach wieder Spaß. Kennt ihr das, wenn ihr Wimpern getragen habt? Kennt ihr das? Oder wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach nicht mehr so lustig, mit Wimpern sich abzuschminken. Weil man muss immer so aufpassen. Dann kann man aber nur hier die machen, ohne großartig Sorge zu haben, seine Wimpern abzukratzen. Hey meine Lieben, ich habe gestern am Abend gar nicht mehr weiter gevloggt. Ich habe mich abgeschminkt und dann sind wir ein bisschen ferngeschaut und dann sind wir eher alle eingeschlafen. Und jetzt ist schon nächster Tag, Sonntag, und wir bringen gerade alle zusammen den Patrick zum Bus, weil er fährt jetzt zum Skikurs. Also wir bringen ihn zum Bus und wir sind ein bisschen spät. Der Patrick hat hinten schon einen leichten Stress. Also 10.31 Uhr ist aktuell und wir hätten schon um 10.30 Uhr dort sein müssen, aber wir sind, glaube ich, in 5 Minuten. Ja, spätestens 5 Minuten. Dann da. Und dann ist der Patrick eine ganze Woche weg. Er ist in Zell am See, oder? Bist du Zell am See? Ja. Ja. Am Freitag holen wir ihn dann wieder ab. Also ich hole ihn dann ab. Ja, bin ein bisschen aufgeregt. So meine Lieben, wir haben jetzt den Patrick weggebracht, ich schon vor längerer Zeit, und es ist schon sein dritter Skikurs und man ist mit der Zeit, gewöhnt man sich irgendwie dran. Also beim ersten Skikurs sind wir schon die Tränchen gekullert, aber jetzt gewöhnt man sich dran, er ist schon älter und größer und war irgendwie auch schön. Und man freut sich irgendwie für ihn, dass er jetzt eine schöne Woche hat. Ja, und wir waren jetzt noch mal kurz zu Hause, wir haben ein paar Brote gemacht, ein paar Snacks habe ich eingepackt, so Äpfel und Radieschen und Tomaten und Gurken und Brote. Wir werden jetzt zu einem Wildpark fahren, wo es halt mehrere Tiere gibt, auch so Bauernhoftiere. Und die Mama, ja. Der Papa ist eine Schweinebrüder. Ja, weil es ist, wie gesagt, so schön und wir wissen jetzt auch nicht, was wir machen. So Spielplatz waren wir ja schon gestern, haben wir gar keine Lust, deswegen tierische. Luisa! Die Kinder auch Spaß, und ich habe auch die Trage mitgenommen, weil es, glaube ich, besser ist für die Luisa. Ja, und jetzt werden wir uns dort auf den Weg machen. Ich habe leider nicht mehr so viel Akku, mal schauen, wie viel ich euch noch mitnehmen kann. So, meine Lieben, wir sind schon länger da. Wir haben ein bisschen. Wir haben schon eine kleine Snackpause gemacht und ihr habt die Luisa das allererste Mal auf meinem Rücken. Und das Kotlet. Ist so cool. Papa. Papa. Kotlet. Papa. Kotlet. Also. Ich war dann noch. Der Papa kriegt ja einen Hunger, wenn er nicht mehr. Papa. Ja, sonst bist du Vegetarier. Warum hat die Liebe mich in der Finger mich gepikst? Hat sie dich gepikst? Ja. Und Michael, eine Wespe gestochen, Mama. Das war eine Biene, oder? Nein, es war eine Wespe. Papa wurde jetzt gerade von einer Wespe gestochen und stellt sich gerade ein bisschen an. Das tut mega weh. Oh. Da drinnen ist da stand auch was. Ja. Ja, die Wespe noch drin. So. Ein Alpensteinbock. Wie viele Leute da sind. Ja. Und es gibt nur eine Wespe. Und von allen Leuten, nur diese eine Wespe hat mich gestochen. Hm, hätten mehrere kommen sollen? Hätte ja, es. Dein Sternzeichen. Ah ja. Alpensteinbock. Hey meine Lieben, wie ihr sehen könnt, sind wir schon wieder zu Hause und ich bin im Haus mit den zwei Kleinen. Der Papa ist schnell mit der Michelle noch eine Runde Fahrrad fahren und Inlineskaten. Also der Michelle tut Inlineskaten, aber Fahrrad fahren. Au! Ja, der Papa. Die Lara hat sich jetzt ein Eis geholt und ich werde jetzt den Vlog hier beenden, weil ich muss den Vlog für heute noch schneiden. Ja, Luisa gleich. Luisa mag was trinken. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.